Philipp, wie bist du zu deinem heutigen Beruf gekommen? Wie ist dein Werdegang? Im Grunde genommen habe ich am Anfang Physiotherapeut ja gelernt und dann noch den Heilpraktiker hinterher gemacht. Und im Grunde hat auch genau das mich dazu und dahin geführt, wo ich jetzt heute bin. Das heißt, die ganzen medizinischen Systeme, unser Kassensystem und auch das System, in dem ich jetzt heute hauptsächlich arbeite, die haben mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin und haben mich zudem auch werden lassen, der ich heute bin und als der ich auch heute behandle. Und wie bist du präzise zu Kairos gekommen oder wie ist der Kontakt zu Kairos zustande gekommen? Bei Kairos war es so, dass ich 2017 tatsächlich wieder ein einzelnes kleines Problemchen hatte. Wie das halt immer so auf dem Lebensweg ist, dass man so seine eigenen Themen dann noch hat, habe ich tatsächlich ein Problem mit dem Knie gehabt. Und dieses Problem mit dem Knie ging nach wochenlanger Behandlung, schulmedizinisch, alles drum und dran, es ging einfach nicht weg. Und dann wollte es der Zufall so, dass ich damals in Erfurt in der Sportklinik war und den Mitbegründer von Kairos kennengelernt habe und der mir innerhalb von 3 Minuten sagen konnte, hey, das ist dein Zahn. Und dann hatte ich die Aufgabe, dem Zahnarzt zu sagen, der Zahn hängt mehr an mir als ich am Zahn, weil der Zahn eigentlich perfekt war, so wie er war. Und was soll ich dir sagen, der Zahn war raus und der Schmerz war nie wieder da. Okay, und wie würdest du deine Art zu therapieren beschreiben? Worauf legst du Wert? Ja, also bei meiner Art zu therapieren ist es vor allen Dingen für mich persönlich das Allerwichtigste, dass ich mit meinen Klienten zusammen für die einen Weg baue und finde, der für die gangbar ist, also der wirklich handhabbar und umsetzbar ist. Das heißt, das geht ganz viel um ein gewisses Mitgefühl, weil die meisten Klienten, die ja kommen, haben ja schon ein Problem, das ist denen auch bewusst. Und mit diesem Mitgefühl und eben Kairos als Methode an sich ist es dann so, dass es vor allen Dingen hauptsächlich individuell ist. Das heißt, nicht jeder, der mit dem vermeintlich gleichen Problem kommt, wird halt nach Schema F behandelt, sondern das wird halt ganz individuell. Nicht jeder, der Rückenschmerz hat, kriegt Methode F, sondern es geht darum, was ist die wirkliche Ursache und die ist bei jedem von uns individuell. Wenn du deinen Mitmenschen, also deinen Patienten, aber auch generell deinen Mitmenschen nur noch einen Tipp geben könntest, welcher wäre das? Das wäre im Grunde genommen, die Dinge für sich so umzusetzen, dass man im Grunde genommen die in uns allen, bin ich ganz fest überzeugt, angelegten 2 wichtigsten Tugenden nutzt. Die eine Tugend, das ist die, die meistens ganz weit vergraben ist bei uns allen, das ist der Mut. Und der lässt uns aber Dinge tun. Und die zweite Sache ist, für das Umsetzen braucht es halt Ausdauer. Das heißt, häufig ist es so, dass der Weg, den man dann geht, wie lang auch immer er sein mag, bei dem einen kürzer, bei dem einen länger, dass das einfach eine gewisse Beharrlichkeit oder eben Ausdauer bedarf. Ja? Und genau diese beiden Sachen im Umsetzen sind das, was ich jedem wünschen und ans Herz legen kann. Cool. Super.